Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie allerherzlich zu einer neuen Ausgabe des Sporttalk auf kurier.tv. Ja, heute wird recht gelacht, und zwar in diesem Sinne, es wird eingelacht. Herzlich willkommen, wir haben schon ein paar Mal geredet, heute ist endlich ausgegangen. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist, Niki Zitli, Sportdirektor des Österreichischen Golfverbandes. Freue mich auch. Die Golfsaison steht vor der Tür. Wie sieht die Situation in Österreich aus? Welche Turniere sind zu erwarten? Auf was kann man sich besonders freuen? Und wo geht es in den nächsten Wochen los, um jetzt einmal ein bisschen beim Profisport zu bleiben? Ja, also wenn wir mit dem Profisport anfangen, dann sind wir ja schon mitten in der Saison. Natürlich noch nicht in der Turniersaison in Österreich, wo du richtig gesagt hast, die beginnt jetzt erst so richtig mit Anfang April traditionellerweise mit unseren Turnieren. Aber wie gesagt, in den Kadern und vor allem unsere Profis sind ja schon seit einigen Monaten fleißig unterwegs auf den Touren dieser Welt, in unterschiedlichsten Kontinenten, genau. Auch sehr erfolgreich, was uns natürlich sehr freut. In Österreich geht es, wie gesagt, traditionell mit der Vierermeisterschaft nächstes Wochenende los. Wir haben auch wieder viele Highlights, dankenswerterweise, wo sich Turnierausrichter, Clubs, Veranstalter immer bereit erklären, Profiturniere zu veranstalten. Wir haben die Challenge Tour wieder zu Gast bei Franz Wittmann in Adamstal. Wir haben die Legends Tour am Moorhof. Reden wir dann auch noch. Ja, wir haben auch auf der Third Level haben wir drei Turniere, also sprich Alpstour und Pro Golf Tour. Also es tut sich was und ich freue mich schon sehr auf das Jahr. Die Legend Trophy geht es im Murtal. Moorhof, ja. Moorhof, Entschuldigung, das ist Graz Umgebung. Was kann man da heuer erwarten? Wer wird alle kommen? Die gibt es ja nicht zum ersten Mal. Ja, sie steht leider ein bisschen unter sehr traurigen Vorzeichen, weil ja der Turnierbotschafter Barry Lane zu Weihnachten nach einer schweren kurzen Krankheit sehr überraschend gestorben ist. Eine Legende im europäischen Golfsport. Das hat auch die Veranstalter dazu bewogen, dass sie das Turnier auch weiterhin machen, zumindest heuer. Ja, es sind Legends, es ist für jeden was dabei. Es sind unsere österreichischen Legends dabei, allen voran Markus Brier, der hoffentlich wieder ein Turnier gewinnen kann. Er ist knapp dran gewesen im letzten Jahr. Vorletztes Jahr hat er sein erstes Turnier auch auf der Legends Tour gewonnen. Also ich freue mich sehr, weil es wirklich das, was die Herren, zu denen ich mich mittlerweile auch schon zählen darf, 50 plus, herzliche zeigen. Gratulation, ja, darf man das sagen, vor wenigen Wochen 50 Jahre geworden. Aber das ist schon extrem gut, die Besten. Und jeder, der mal am Wurf gespielt hat, der kann sich sehr gut vergleichen, weil man sieht dann die Scores und die waren immer irgendwo zwischen 12, 15, 17 unter Par nach drei Runden. Es gibt auch weitere Turniere, auch die Gösser Open heuer wieder. Wie sieht es eigentlich aus mit European Tour? Wann kann man da wieder hoffen? Ich war ja jahrelang zu Gast in Österreich. Ja, das ist natürlich kein leichtes Thema. Einerseits hat die European Tour durch gewisse, also DP World Tour heißt es ja, durch gewisse Dinge, die da in den letzten Monaten passiert sind, Live Golf, auch mit den Mindestpreisgeldern anziehen müssen. Das heißt, ein Turnier hat jetzt 2 Millionen Euro Mindestpreisgeld und das ist natürlich für ein kleines Land wie Österreich extrem schwer aufzustemmen. In der Corona-Zeit hatten wir das Glück, dass die DP World Tour das Preisgeld zur Verfügung gestellt hat, weil sie halt händeringend um Veranstaltungsländer gesucht hat, wo es einerseits überhaupt möglich ist, aufgrund der gesetzlichen Vorschriften, dass man spielen kann. Das war bei uns. Und wo sich auch die Tour verlassen kann, dass wir die gute Platzqualität haben, die Hospitality, die Organisationskraft und so weiter. Und da hat sich ja Österreich immer bewiesen, dass wir da sehr, sehr gut sind. Lange Rede, kurzer Sinn, für ein kleines Turnier auf der European Tour, also DP World Tour, braucht man diese 2 Millionen Euro Preisgeld. Da gibt es eine alte Regel, mindestens das Doppelte, etwas mehr als das Doppelte, also sprich 4,5 Millionen kostet dann das Turnier in einer Low-Budget-Variante mit allen Nebengeräuschen, Fernsehen und so weiter. Und das ist natürlich extrem schwierig aufzutreiben. Also ohne einen großen Hauptsponsor, der da, sage ich einmal, zumindest die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte. Sehr ähnlich beim Tennis. Da bist du ja auch angewiesen auf große Hauptsponsoren. Genau. Was sagst du eigentlich zur Live Tour? Bernd Wiesberger ist dort aktiv. Richtet das eher einen Schaden für den Golfsport an? Nein, überhaupt nicht. Also Kritiken von allen Seiten, auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Ich sehe es ganz pragmatisch. Das ist ein neuer Anbieter, eine neue Tour, die gekommen ist, wo viel Geld im Spiel ist. Das ist kein Zweifel, ob das jetzt zu viel oder zu wenig ist. Das ist ein anderes Thema. Es zeigt, dass der Golfsport stark ist, dass hier medial weltweit einfach eine Plattform ist, wo eben Sponsoren investieren wollen.
Es ist ein neuer Anbieter. Jeder Golfprofi, sage ich immer, hat eine wirtschaftliche oder wirtschaftliche und auch sportliche Entscheidungen zu treffen. Und die Spieler, die dort hingegangen sind, die werden sich das gut überlegt haben. Das, was ich halt extrem schade finde im Moment, dass es für diese Spieler, also für diese Turniere, keine Weltranglistenpunkte gibt, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe. Ich hoffe, das kriegt sich ein, damit das Ganze wieder in die Sportstruktur sozusagen eingebettet ist und wir dann alle auch wieder uns freuen, wenn sich die Besten aus Amerika und Europa für den Ryder Cup qualifizieren können. Also eigentlich ist die Golfwelt gespalten, kann man fast sagen, oder? Nein, das würde ich nicht so sehen. Es ist natürlich schon so, dass die DP World Tour, aber einfach an die PGA Tour als größte, jetzt monetär auch stärkste Tour vorher, das nicht für möglich gehalten hat, dass da eben so einer herkommt, der einige hundert Millionen in ein paar Jahren investiert, Spieler auch sehr, sehr fürstlich bezahlt, das muss man ja ganz offen sagen, wie es ist. Und die haben natürlich irgendwie gesehen, dass die Fälle ein bisschen wegschwimmen und so. Aber ich hoffe, dass sich alle Herren oder Damen einkriegen, in ein Zimmer zusammensetzen und sagen, so machen wir es. Und dann soll auch jeder Sportler sagen, ich spiele da oder ich spiele da. So wie auch jeder Tennisprofi frei entscheidet, ich spiele diese Woche in, was auch immer, Indian Wells und nächste Woche in Bukarest und so. So sollte es hoffentlich vielleicht einmal in die Richtung einer World Tour gehen. Also gemeinsam. Unbedingt. Gemeinsames zu schaffen. Wie stehen die Zeichen oder wie ist die Stimmung unter den Österreichern? Matthias Schwab hat letzte Woche oder jetzt erst ein wunderbares Ergebnis auf der PGA-Tour, ich glaube Siebter war er. Der Wiesberger spielt wieder dort. Aber es gibt keine Streitereien, oder? Da wird miteinander, da müsste man die einladen. Da müsste man die Spieler selber fangen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass da Ressentiments in irgendeiner Form sind, vor allem unter den Österreichern, weil es ja, wie gesagt, eine freie Entscheidung jedes Profis ist, so wie der Matthias sich entschieden hat, nach Amerika zu orientieren. Orientieren sich andere Spieler nach Europa oder nach Asien oder nach Südafrika oder eben jetzt auch auf die Lift-Tour. Und ich möchte schon auch dazu sagen, weil das oft ein bisschen negativ gesehen wird, die Spieler, die dort gefragt wurden, auch wieder Bernd Wiesberger, die haben Unglaubliches geleistet. Ja. Und die werden ja nicht gefragt, weil es lustig ist oder weil kein anderer da ist, sondern weil die unglaublich viele Turniere gewonnen haben. Man geht ja auch nicht hin, weil man dort chancenlos ist, sondern wenn man was anderes probieren möchte. Und wie gesagt, ich habe es schon gesagt, es gibt sportliche und wirtschaftliche Entscheidungen. Ich kann es aus wirtschaftlicher Sicht verstehen. Ich glaube, jeder, der in der Lage wäre, ja, in seinem Job das Zehnfache oder Fünffache zu verdienen, wird wahrscheinlich auch ja sagen. Also das ist immer so eine zweischneidige Sache, die ich am Rücken der Sportler schlecht finde. Wenn man kurz erwähnt hat, was sagst du zur Entwicklung von Matthias Schwab letzten Wochen? Stetig voran. Ich meine, die sicherlich sportlich schwierigste Tour im Moment ist die PGA-Tour von der Dichte her. Und wenn man sieht, wie dort gespielt wird. Und Matthias hat ein super erstes Jahr gehabt. Er hat ohne Probleme sich die Tourkarte behalten. Es ist höchst kompetitiv. Und bin jetzt natürlich nicht genau im Detail involviert in seinen Trainings und mit wem er arbeitet und was er arbeitet. Aber wie du gesagt hast, letzte Woche Achter geworden. Da kommt schon ein Matthias. Und der Sepp Straka? Sepp ist ein unbeschriebenes Blatt. Es kann in der einen Woche ein Sieg sein und dann hat er wieder zwei oder drei Katzen, die nicht schafft. Im Moment rennt es nicht so, aber ich kenne den Sepp, dem ist das völlig wurscht, glaube ich. Der tiet auf, jede Runde, neues Glück, jedes Loch. Der spielt einfach irrsinnig gern Golf und wenn man viel spielt, der gehört der zu den Spielern, die etwas mehr spielen, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass das eine oder andere Turnier nicht so gut ist. Ja? Und dann sagt man gleich, oh, der trifft nicht so gut und ich weiß nicht was. Also er ist einfach der Typ, der gerne spielt, der gerne herumreist. Und ich meine, er hat auch heuer schon gute Ergebnisse gezeigt. Also warum nicht, soll es nicht weitergehen so? Österreich ist ja eigentlich gesegnet mit guten Golfspielern. Kann man schon einen Blick in die Glaskugel auch werfen? Kommen da wieder junge Talente nach? Ich kann mich erinnern, ich war bei der Amateur-Weltmeisterschaft 2012. Da war der junge Nemetz, der jetzt auch einen Riesensprung gemacht hat die letzten Jahre. Hinter Nemetz, da waren Brüder, also Tobias, ein jünger Bruder. Kommt da noch wieder was? Werden wir auf Jahre abgesichert sein? Davor abgesehen sind die noch jung, die jetzt bei uns da für Furore sorgen.
Naja, also erstens, du hast es gesagt, wir sind ein sehr kleines Land, jetzt global gesehen mit 100.000 Golfern, irgendwo ist die Schätzung bei 80 bis 100 Millionen, die Golf spielen. Also wir können da nicht Umfänge haben wie Amerikaner auf einer Tour oder sonst irgendwas. Und für das haben wir das große Glück, diese Ausnahme auch Athletinnen zu haben. Wir haben vier Poeten, drei davon in der höchsten Spielklasse. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Wir haben einfach, unser Problem ist nicht nur die Breite, die hinten nachkommt, sondern auch die es wirklich probieren. Und wenn man weiß, dass in Österreich keine 20 Playing Professionals gibt überhaupt, dann ist es einfach sehr wenig. Und dann kann man eben nicht erwarten, dass da auf der Challenge Tour und dort und da und auf der DP World Tour überall 10 Spieler von Österreich herumhupfen. Aber wir haben es immer bewiesen, oder die Spieler haben es immer bewiesen und gezeigt. Und wir haben herausragende Talente. Maxi Steinlechner wechselt jetzt sehr bald ins Profilager. Niklas Regner spielt auch schon letztes Jahr sehr gut auf der Challenge Tour. Da kommen schon immer wieder welche nach. Wie gesagt, wir haben nicht die große Fülle, weil wir halt aus Österreich nicht diese große breite Basis haben. Aber ich mache mir da. Die Basis vielleicht, so die breite Basis nicht, aber die Trainer sind vorhanden, nicht? Das Know-how ist da. Und wie gesagt, wir sind ja, ich sage es immer, auch wenn man es nicht gerne hören will, keine Sportnation im Sinne von einer riesen Sportbegeisterung und auch Bewegung überhaupt in den Familien. Und dann muss man froh sein, wenn es in Familien diese Zellen gibt, die das fördern, die mit den Kindern rausgehen. Ich rede jetzt noch gar nicht von Sport und von Leistungssport, die ihre Kinder zur Bewegung bringen. Ja, das ist auch das große Thema geworden, oder? Kann man sagen. Absolut. Also ein bisschen Elitesport. War es auch nicht in Relation sind zum Tennis gegangen, aber das ist heute nicht mehr so, kann man. Das ist immer relativ, wie man sieht. Die Ausübung selbst in Österreich ist in jeder Sportart oder in den meisten Sportarten sehr günstig. Jede Sportart wird nur dann teuer, wenn ich mir entweder sauteures Equipment kaufe oder kaufen muss, das muss man auch dazu sagen. Manche Sportarten ist das so. Ein Rallye-Auto ist nicht billig. Ja. Oder der zweite Grund ist, wenn ich zu reisen beginne. Ja? Also entweder hobbymäßig, ich mache Golfreisen zum Beispiel, oder im Sport eben dann natürlich zu turnieren. Und dann wird der Sport natürlich teurer. Aber wie gesagt, so der Einstieg ist super günstig sogar. Wir haben bei den Clubs, man muss ja bei den Clubs anfangen. Nicht? Ja, wir haben ja unsere Aktion Hello Juniors, die wir vor über 10 Jahren ins Leben gerufen haben. Kannst du noch einmal kurz erklären für... Wir haben vor über 10 Jahren begonnen und ich bin eigentlich wirklich stolz und dankbar den Clubs, weil wir gesagt haben, auch mit diesen ganzen Diskussionen, wir wollen den Einstieg kostenlos machen. Und damals war die Idee so U14, aber wir haben uns dann auf U12 geeinigt und wir haben jetzt, glaube ich, 117 Golfclubs von 160, die bei der Aktion dabei sind. Das heißt, keine Einschreibgebühr und auch keine Jahresgebühr. Das heißt, man kann mit seinem Kind in den Golfclub gehen, fragen, sind Sie bei Hello Juniors dabei, und dann kann das Kind dort Mitglied werden. Dann wird natürlich die eine oder andere Leistung zu bezahlen sein, so wie auch die Flötenstunde oder die Lateinnachhilfestunde. Das ist aber in jeder Sport. Aber es ist auch da, kann ich sagen, also ich kenne kein Jugendtraining in ganz Österreich, das im Jahr mehr als 200 oder 250 Euro kostet. In einem Club. Jetzt haben wir doch ein paar Belastungen für jede Sportart gehabt, vor allem für die Hallensportarten. Wie ist Golf in der Corona-Krise ausgestiegen? Das ist ja doch ein Freiluftsport im Winter, wo die ärgsten Lockdowns waren. Wird ja dann eh selten gespielt. Also habt ihr viele Mitglieder verloren oder beziehungsweise danach wieder gewonnen? Wir haben eigentlich gewonnen und deswegen sind wir sehr gut durchgekommen. Ich bin auch sehr froh, dass das erkannt wurde von der Politik, weil wir ja eine Sportart sind, die draußen erstens stattfindet und aus der Natürlichkeit des Golfspiels auch mit Abstand. Ja. Jeder, der bei einem zu nahe steht, der hat den Schläger drauf und verletzt sich schwer. Also das haben wir sehr gut darlegen können, natürlich mit allen Regeln und Auflagen. Aber ich bin auch sehr dankbar, dass das erkannt wurde und sozusagen als geordnete Freizeitbeschäftigung kommuniziert werden konnte. Also wir haben dann natürlich die Regeln eingehalten mit Startzeiten. Und wenn du am Golfplatz gekommen bist und fertig warst, dann musstest du wieder fahren. Und da hat die Golf-Community super mitgespielt. Aber wir sind echt gut durchgekommen. Die Clubs haben in den letzten beiden Jahren ganz gute Mitgliederzuwächse gehabt. Was mich am meisten freut, ist, viele sind wieder zurückgekommen, die 5 oder 10 Jahre nicht gespielt haben. Sicherlich auch haben wir ein bisschen das Glück gehabt, weil viele andere Freizeitbeschäftigungen nicht möglich waren und so sind wir ganz gut durchgekommen. Gibt es ein Bundesland, worauf du besonders stolz bist in der Entwicklung des Golfen, wo wirklich die meisten Mitglieder sind, prozentuell zur Einwohnerzahl gesehen? Das ist jetzt eine schwierige Frage, da bin ich überfordert. Ich weiß aber, wo die meisten Mitglieder sind, in Niederösterreich. Da haben auch die meisten Clubs, gefolgt von Oberösterreich.
auch ein bisschen der geografischen Größe geschuldet. Stolz, ich bin auf ganz Österreich stolz. Wir haben überall in Österreich sehr, sehr engagierte Zellen, die verstreut sind auf wirklich ganz Österreich, wo einige Clubs, von Clubs ausgehend dann so in die Region, sage ich einmal, strahlen oder auch ins Bundesland und sehr, sehr viele Ambitionen auch im Breitensport, im Nachwuchssport und dann natürlich auch im Leistungssport machen. Die Energiekrise macht euch auch nicht so zu schaffen, oder? Es gibt ja doch Golfzentren, klar. Ja, natürlich, die allgemein. Zwar gespielt draußen, aber. Die Kostensteigerungen ist natürlich ein Riesenthema, weil wir in vielen Bereichen, die auf einem Golfplatz notwendig sind, wesentlich mehr als die durchschnittliche Inflation an Kostensteigerungen haben. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung bei den Clubs. Aber im Moment, so wie ich es mitbekomme, werden auch diese Kostensteigerung sowohl seitens der Betreiber als auch der Mitglieder, Mitgliedsbeiträge erhöhen sich halt, so wie unsere Stromrechnungen und ich weiß nicht was, auch recht gut angenommen und akzeptiert. Es gibt ja auch Kritiker des Golfs, ich muss es erwähnen, die sagen, jetzt in Zeiten der Energiekrise bzw. der Wasserkrise, der Wasserknappheit, werden die Plätze müssen ja bewässert werden. Was kann man diesen Leuten entgegensetzen? Da bin ich kein Experte, also was auch jetzt diese genauen Zahlen betrifft. Ich weiß nur, dass ein Hektar Golfplatz wesentlich weniger sowohl an Ressourcen als auch an Düngemittel und so weiter beansprucht als die Landwirtschaft. Mhm. Da geht es mir jetzt auch gar nicht, jetzt das eine oder gegen das andere auszuspielen. Ich glaube, es geht darum, dass wir eine Freizeitbeschäftigung sind, die von jung bis alt jeder betreiben kann. Gerade für ältere Menschen das perfekte Herz-Kreislauf-Training ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir in diese Richtung gehen und Beitrag nicht darüber diskutieren. Genau. Gesundheitssystem. Absolut, quasi. Ja. Ist es auf jeden Fall. Ja. Gehen wir mal von den Älteren ein bisschen zu den Jüngeren. Als du gespielt hast, hat sich das Durchschnittsalter, ist das niedriger geworden, hat sich das gesenkt? Jetzt ist Scheffler wieder die Nummer 1 der Welt, der ist 26. Ja. Hätte es das vor 20, 30 Jahren dieser Art auch gegeben, dieser Altersdurchschnitt, der ist ja doch ziemlich nach unten geschraubt worden. Ja, also es gab immer diese wenigen Ausnahmeathleten. Also ich denke jetzt an Tiger Woods natürlich einfach. Der war natürlich auch. Die schon vor dem 30. Lebensjahr Nummer 1 der Welt geworden ist, Rory McIlroy auch zu nennen, Jordan Spieth, die einen recht schnellen, kometenhaften Aufstieg hatten. Tiger Woods natürlich auch länger dann geblieben ist. Ich müsste jetzt nachschauen, wie das Durchschnittsalter sich entwickelt hat, aber es ist schon beeindruckend, was die leisten. Und im Moment sind die drei, Scheffler, John Rahm und Rory, sicherlich eine eigene Klasse für sich. Und die geben sich jede Woche fast. Ja. Das ist wie beim Tennis, nicht bei den drei Großen nicht. Aber das Golfen ist schon ein bisschen athletischer geworden in all den Jahren. Ja. Wie auch jede Sportart, muss man auch dazu anführen, ja. Auch das Tennis. Nicht? Gibt es da bei jedem schon Physiotherapeuten mit, Konditionstrainer? Ja. Also wir haben ja im Golf verschiedene Entwicklungsbereiche. Das eine ist die Golftechnik und natürlich gehört auch die sportartenspezifische Fitness, sage ich immer dazu. Die schaut in der einen Sportart ganz anders aus als in der anderen. Und da wird dann oft ein bisschen, sage ich einmal, zu vorschnell argumentiert, wenn einer nicht was weiß ich, 3% Körperfett hat oder sonst irgendetwas. Aber ich kann sagen, dass man ganz eindeutig sehen kann, dass diese Wandlung eh schon mit Tiger Woods begonnen hat und dass die körperliche Fitness umso wichtiger geworden ist. Ja. Wir sehen heute, dass die Driving Distance, also das Abschlagen vom Abschlag, ein entscheidender Faktor ist, um in der Weltrangliste vorne zu sein. Ja. Und wenn man sich wirklich jetzt mal die Zeit nimmt als Sportinsider und sich die ersten 50 oder 100 der Weltrangliste anschaut, die sind sportartenspezifisch fit, ja. Die können zwar vielleicht nicht den Marathon so schnell laufen wie ein anderer, ja, aber die müssen sind wirklich fit. Ja, und um den Golfball mit fast 300 km/h zu bewegen, eine Schlägerkopfgeschwindigkeit von 130 Meilen zu haben, also 200 km/h, da muss man wirklich fit sein und zwar gesamtheitlich fit. Ja. Es gibt ja diese, du hast den Tiger Woods, McIlroy erwähnt, es gibt ja diese Popstars im Golf. Findest du, dass der Golfsport richtig gewürdigt wird, dass er richtig präsentiert wird, auch in der Öffentlichkeit? Können wir dann vielleicht noch einmal kurz auf ORF Sport Plus zu reden kommen? Aber der Golfsport hat seine Stars. Findest du, dass sie auch in Österreich gewürdigt werden? Die Youngsters, kann man Schwab schon noch dazu zählen und dann Stracker?
gewürdigt, weiß ich jetzt nicht. Natürlich würden wir uns immer mehr wünschen, wenn auch die Medien mehr über das und das und das berichten. Die Frage ist für mich, wie ist der Auftritt? Ja? Und da hat ja Leaf Golf jetzt mit einem neuen Slogan, Golf lauter und so weiter, ja, einen frischen Wind auch hineingebracht. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch, ohne jetzt die Grundfesten der Sportler zu erschüttern, auch nachdenken, wie können wir Turnierformate attraktiver machen? Wie können wir auch wirklich ein bisschen lauter sein? Es muss nicht alles ruhig und leise sein. Ja? Das würde auch meines Erachtens die Profis gar nicht stören, wenn jetzt dahinter, wenn das beste Beispiel ist, Arizona TPC auf Arizona, wo sie die Phoenix Open spielen, jetzt komme ich drauf, ja, nicht in Arizona. Und dort ist ein ganzes Loch mit einer Rundumtribüne und dort sitzen, glaube ich, 40.000 Menschen an einem einzigen Golfloch. Und da ist die ganze Zeit fliegen da die Bierdeckel und ich weiß nicht was hinein. Das muss man jetzt auch nicht gut finden, aber ich würde schon begrüßen, wenn sich da der Golfsport ein bisschen öffnet und ein bisschen moderner und auch ein bisschen junger wird. Ein bisschen öffnen. Wie stark wird mit dem Tourismusverband, mit den Tourismusverbänden der einzelnen Länder zusammengearbeitet? Das ist ja doch auch, um die Leute zum Golf zu holen, braucht man auch die Locations, braucht man auch die Angebote, die Packages. Ist das eine starke Zusammenarbeit? Ja, also wir haben mit einigen Landestourismusorganisationen sehr enge Zusammenarbeit, sogar auch Kooperationen mit Salzburger Land zum Beispiel, die auch erkennen, wie wichtig der Golfsport in der Wertschöpfung ist und für den Tourismus. Ja, ich glaube, dass es mit einigen sicher noch besser ginge. Wir als Golfverband, da müsste man jetzt den Niki Wiesberger fragen, den Bruder von Bernd, der bei uns ja für Marketing und so zuständig ist. Wir machen jetzt einige Kampagnen, vor allem im Social-Media-Bereich, die eben auch zeigt, wie schön Österreich zum Golfspiel ist. Wir glauben oder wir denken, dass es noch viele Länder in Europa, die zwar zu uns zum Skifahren kommen, gar nicht wissen, dass wir 160 wunderschöne, topgepflegte Anlagen mit einer tollen Gastronomie und so weiter haben, um einen schönen Golfurlaub in Österreich zu verbringen. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Wenn wir jetzt ein Klavier da hätten, würde ich dich bitten, haben wir leider nicht, aber du wärst ja fast Pianist geworden. Oder, oder zumindest war dein Können schon sehr, sehr hoch. Ich habe in der Kindheit und Jugend gespielt und dann ist es halt mit 14, 15. Hast du dann mit Golfen begonnen. Ja, ja, und dann war natürlich ja, beides recht zeitintensive Dinge, habe ich mich irgendwann entscheiden müssen und das ist dann mit 16, 17 irgendwann ausgelaufen, aber Pianist weit, weit, weit entfernt. Okay. Was wünschst du dir noch für das heurige Jahr, wenn wir in einem Jahr da sitzen? Was würdest du mir gerne erzählen über das Golfjahr 2020? Naja. Am liebsten natürlich, dass unsere Athleten und Athletinnen ihre Ziele erreichen und dass sie auch gut gearbeitet haben, weil das ist die Grundvoraussetzung. Aber am meisten würde ich mir wünschen, dass wirklich wir wieder ein bisschen mehr in diesem Land zu einer Sportnation werden, dass die Bewegung wichtiger ist, als die Prävention, als irgendwelche Operationen oder sonst irgendetwas. Und das geht mit Freizeitbeschäftigung, mit Sport ideal. Und da würde ich mir wünschen, dass da auch vielleicht das ein oder andere Signal kommt. Kannst du dir vorstellen, auch einmal als Caddy zu gehen, wie der Jimenez mit seinem Sohn gegangen ist letztes Jahr? Gerne, also bei einem sehr guten Spieler Caddy zu sein, da verdient man sehr gut. Warum nicht? Aber sicher ist ein extrem unterschätzter Job, das möchte ich mal sagen. Ja. Ja, man glaubt immer nur, oder viele glauben, ja, da muss ich die Tasche tragen und das ist nicht. Aber das ist mindestens, würde ich sagen, 30% Anteil am Erfolg eines Profis. Ja, und den Schläger auch auswählt, ne? Ja, aber die sind auch Psychologen, die kennen die Plätze so gut, die sind solche Profis auf ihrem Gebiet, eben gerade was die Schlägerauswahl betrifft, Wind, Boden, Luftfeuchtigkeit, all das. Und das wird oft unterschätzt. Danke, Niki Zitni, fürs Kommen. Gerne. Und Sie, meine Damen und Herren, schalten Sie das nächste Mal wieder ein und spielen Sie ein bisschen Golf und vor allem bleiben Sie gesund. Golf leistet einen Beitrag dazu. Alles Liebe. Danke. Okay.